Wir sind in der Rezeption vom Camping Waldfrieden in Saarburg. Und die Chefin Irena erklärt mir gerade, wo ich mit meinem Wohnmobil gut stehen kann. Und über diesen Campingplatz möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Werfen wir als erstes einen Blick auf die Karte. Wo sind wir? Und zwar in Rheinland-Pfalz. Saarburg und nördlich von Saarburg liegt Trier und westlich Luxemburg. Das bildet so ein Dreieck. Die Stadt ist etwa 1 Kilometer entfernt vom Campingplatz und somit schnell zu erreichen, zu Fuß oder natürlich auch mit dem Fahrrad. Wir fahren jetzt den Campingplatz aus Richtung Saarburg an. Jetzt geht's hier gleich links runter. Das ist die Zufahrt zum Campingplatz. Sieht ein bisschen schmal aus, ist aber alles kein Problem, kommt man gut runter. Auch wenn ein Fahrzeug entgegenkommt, hat man noch Platz zum Ausweichen. Hier nochmal ein Foto von oben. Man sieht die Anfahrt oder die Zufahrt und man sieht auch, dass der Platz voll im Grün liegt. Nachdem wir eingecheckt hatten, fahren wir jetzt auf den Platz. Wir durften uns eine Parzelle aussuchen. Wie lange wir genau bleiben, wissen wir im Moment noch nicht, aber es werden einige Tage sein. Wir waren vor Jahren schon mal in Saarburg, aber Saarburg ist eine sehr schöne Stadt. Ich werde später davon einiges zeigen und lohnt sich immer, dort auch ein paar Tage zu verbringen. Jetzt muss ich wohl noch ein paar Worte dazu sagen, warum sind wir auf diesem Campingplatz. Und zwar ist Folgendes: Irena und auch ihr Mann sind selber Wohnmobilisten und wir haben sie vor einiger Zeit kennengelernt und sie haben uns gefragt, ob wir nicht mal einen Bericht über diesen Platz bringen wollen. Denn sie haben das jetzt hier erst neu übernommen und wollen natürlich auch noch einiges ändern und möchten auch gerne ein bisschen bekannt werden. Und somit haben wir uns entschieden, hier mal herzufahren und über diesen Platz zu berichten. Es gibt hier Parzellen in verschiedener Größe und es gibt hier Parzellen auf Rasen oder auf Rasengittersteinen. So einen Platz haben wir uns hier ausgesucht, der ist hier auf der rechten Seite. Wir haben uns hier eingerichtet und gehen jetzt mal zur Rezeption und Irena und ihr Mann Alexander erklären uns mal, was sie mit dem Campingplatz hier vorhaben. Wir sind am Arbeiten, ja. Ja, hallo ihr beiden. Irena, wir haben uns ja schon kennengelernt beim Empfang hier, bei der Anmeldung. Jetzt ist dein Mann Alexander auch da. Ihr beiden betreibt seit März 2022 diesen Campingplatz Waldfrieden. Mhm. Erzählt mal, wie seid ihr dazu gekommen und wie ist es mit euch? Ja, hallo zusammen. Wir sind selber Camper seit 17 Jahren, standen bis jetzt immer auf der anderen Seite der Theke und wir haben schon bereits einen Betrieb und haben überlegt, was könnte man machen, was könnte man als zweites Standbein machen, weil wir haben einen Handwerksbetrieb und das ist immer sehr schwierig und da haben wir Alternative gesucht und da wir sehr gerne Camper sind, sind wir auf Campingplatz gekommen. Und der Campingplatz Waldfrieden liegt so super, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall hier hin. Hier ist die Lage top. So kam man zu diesem Campingplatz. Der ist natürlich jetzt schon sehr schön und ist aber in Jahre gekommen. Wir sind da gerade dabei, da einiges zu ändern, einiges zu verbessern. Und vieles ist noch angedacht, vor allem für die Nebensaison, dass wir zum Beispiel ein überdachtes Schwimmbad bauen möchten, dass wir ein paar Saunas machen möchten, dass man auch in den kalten Tagen was unternehmen kann oder nach dem Fahrradfahren sich aufwärmen kann. Und ja, solche Sachen. Dann liegt unser Campingplatz sehr schön in Richtung Spanien oder Frankreich, dass man auf dem Weg bei uns, wenn man durch Deutschland durch ist und ganze Baustellen hinter sich gelassen hat, bei uns noch mal kurz entspannen kann. Bei uns sind alle willkommen mit Zelt, mit Campingwagen, mit Wohnmobil, mit Hunden, mit Kindern. Wir nehmen alles. Ja, wunderschön. Man muss vielleicht dazu sagen, ihr seid in unmittelbarer Nähe von Saarburg. Ja, an der Saar, also wir waren heute im Städtchen, ist alles sehr schön dort, werde ich ja alles noch zeigen, die Bilder. Und ja, und dann habt ihr euch entschlossen, den Platz nicht im Winter zu ganz zu schließen, sondern ihr wollt auch noch bis Januar des nächsten Jahres geöffnet haben, so dass, so ist meine
Informationen oder so habt ihr es mir erklärt, dass dann auch die Leute, die Richtung Spanien fahren und dort überwintern wollen, hier stehen können. Genau, genau. Also wir haben bis jetzt angemeldet bis zum 10. Januar, werden aber schauen, wenn genug Leute kommen und das gut ankommt, dann werden wir es auch noch komplett das ganze Jahr auflassen. Dadurch, dass viele Stellplätze zumachen an der Mosel und an der Saar, ist es auch total schwierig, einen Stellplatz zu finden, lassen wir alle Leute bei uns drauf, sehr gerne. Wir arbeiten auch mit Axikarte, sodass die Leute auch ein bisschen günstiger stehen, in der Nebensaison sowieso. Und wir würden uns über jeden freuen, der uns besuchen möchte. Ja, schön. Bevor die beiden jetzt weitersprechen, einige Details hier zum Platz. Es gibt ein Sanitärgebäude mit zwei Eingängen, einmal für die Damen, einmal für die Herren. Das Ganze macht alles einen sauberen, hellen Eindruck. Jedenfalls während unseres Aufenthalts war es so. Nutzung der Duschen ist in der Platzgebühr enthalten. Waschmaschine und Trockner sind auch vorhanden, nutzbar gegen eine Gebühr. Eine End- und Versorgung gibt es auch. Man findet sie bei den Plätzen mit den Rasengittersteinen. Wer jetzt keinen Schlauch dabei hat, um sein Grauwasser hier abzulassen, der kann diese Auffangpfanne nutzen. Die Entsorgung soll noch verlegt werden, und zwar in den Außenbereich des Campingplatzes, sodass man also bei der Ankunft oder auch bei der Abfahrt ent- und versorgen kann. Stromanschlüsse sind ausreichend vorhanden, sind auch hoch abgesichert, wenn ich es richtig sehe, mit 16 Ampere. Beim längeren Aufenthalt kann nach Verbrauch abgerechnet werden. Gehen wir nochmal zurück zur Rezeption und hören, was Irina und Alexander zu berichten haben. Ja, Alexander, erzähl du, wie groß ist der Platz insgesamt oder wie viele Plätze habt ihr überhaupt hier? Wir haben insgesamt 7 Hektar Platz. Plätze haben wir in 3 Kategorien, in 100 Quadratmeter 110 und in 70 Quadratmetern, damit man ab November mit gespannt einfach draufkommen kann, ohne abzuspannen. Ja, ja, das heißt also gerade für Durchreisenden, die zum Beispiel genau in Richtung Spanien, Frankreich fahren, ja, die könnten dann in den Wintermonaten angehängt hier stehen. Ab November. Ja, genau, dann wird es ja ruhiger, dann kann man ja sowas dann machen. Genau. Und dann bezahlt man selbstverständlich nur einen Platz pro Wohnmobil. Ja. Dann ist es einfach ein Service, der die Leute einfacher haben sollten. Ne? Ja. Nicht abspannen, lange überlegen, wo stelle ich kein jetzt Stress, das hin. Ja, kein ankommen. Stress. Bezahlen, ankommen, ja, eventuell ein Bierchen trinken und dann am nächsten ja Tag frisch weiterfahren. Ja, schön. Genau. Ja. Was denkst du, welche Länge von Wohnmobil passen hier hin? Bis 10 Meter kriegen wir hin. Ja, bis 10 Meter kriegt ihr genau hin. Okay. Bis 10 Meter. Wie viele Plätze insgesamt habt ihr? Insgesamt haben wir 80 Plätze. 80 Plätze. Genau. Also eine überschaubare Größe. Genau. Ne? Befestigte Plätze, damit man auch mit großem Gespann draufstehen kann. Ja, ich habe schon gesehen, das ist so Pflaster mit Rasengittersteine. Rasengittersteine, ja, genau so ja heißt es. Ja. Genau. Okay. Ja. Ja, ihr habt nicht nur diese Plätze, Stellplätze oder Campingplätze hier zu vermieten, ihr habt auch noch eine andere Geschichte. Ja, wir haben auch eine Ferienwohnung mit einer richtigen Küche, einem kleinen Balkon. Die ist für 2 Personen und es besteht auch Möglichkeit, Zustellbetten zu stellen und 2 Apartments, 2 Personen und 4 Personen. Und wir haben noch Wanderhütten, wo man einfach im Vorbeifahren oder Vorbeigehen eine Nacht übernachten kann. Ja, ohne den Zelt aufzustellen, mit Bettwäsche, mit ganzen... Da kann man auch grillen, ja. Genau, ein Grillplatz ist dabei. Ja. Also für jeden das Richtige. Oder wenn jemand seine Enkelkinder oder Großeltern mitbringen möchte, die jetzt kein Wohnmobil haben. Schwester, Bruder. Genau, haben ja auch Übernachtungsmöglichkeiten. Gut. Die beiden haben noch einiges vor hier mit dem Platz. Sie wollen einiges verändern und natürlich auch verbessern. So gibt es unter anderem einen Gemeinschaftsraum, den man nutzen kann, zum Beispiel wenn man hier ein Treffen veranstaltet. Auch gibt es eine Spielecke für kleine Kinder. Jetzt möchte ich noch ein paar Bilder zeigen von der schönen Stadt Saarburg.
Es gibt zwei Möglichkeiten, in die Stadt zu kommen vom Campingplatz aus. Man kann, so wie wir jetzt hier fahren, mit dem Fahrrad die ganz normale Straße Richtung Stadt fahren. Oder, wie man hier auf dem Bild sieht, von oben, die gerade rüber geht, diese Straße, die wird zu einem Schotterweg, kann man sagen. Und dort kann man aber auch sehr gut mit dem Fahrrad fahren oder natürlich auch zu Fuß gehen bis in die Stadt. Es sind ca. 1 Kilometer, vielleicht 1,5 Kilometer bis in die Stadt. Die Stadt Saarburg hat etwa 7500 Einwohner, also eine überschaubare Stadt. Wer Informationen braucht, der geht als erstes mal zur Touristinformation und holt sich Informationsmaterial. Die Touristinformation befindet sich direkt neben dem Rathaus. Wir gehen mal weiter zur Stadtmitte. Dort kommen wir vorbei an der Saaltalbahn. Mit dieser Bahn kann man eine Stadtrundfahrt machen, wenn man das möchte. Das touristische Ziel vieler ist wahrscheinlich der Leugbach, der Saarburg durchfließt und dann in die Saar mündet. Hier gibt es einen 20 Meter tiefen Wasserfall und noch einiges zu sehen, ein Mühlenmuseum und so weiter und so fort. Also das ist ganz interessant, sich anzusehen. Der Bach ist hier sehr laut. Ich muss schon den Originalton hier von meinen Aufnahmen stark zurücknehmen, damit man meinen Kommentar hier noch versteht. Hier gibt es auch viele Bars und Restaurants oder Cafés. Also wer hier was essen und trinken möchte, der wird hier auf jeden Fall was finden. Jetzt wird es wieder etwas ruhiger. Wir sind auf der anderen Seite der Saar und haben einen Blick auf die Burg. Diese Burg kann man auch besichtigen. Es geht dann etwas bergauf, da muss man dann hochwandern. Und dann hat man allerdings auch einen schönen Blick auf die gesamte Umgebung. Eine Schifffahrt auf der Saar ist auch möglich. Es gibt eine Anlegestelle in Saarburg. Von dort aus kann man dann zu einer Schifffahrt auf der Saar, zum Beispiel zur Saarschleife, starten. Oben auf der Burg gibt es ein Restaurant. Von dort aus hat man auch einen schönen Blick. Dort kann man natürlich was essen und trinken und sich dabei die Umgebung anschauen. Auch wer gerne Fahrrad fährt, so wie wir, der kommt hier voll auf seine Kosten. Es gibt einen sehr schönen Fahrradweg entlang der Saar, wo man dann einige Kilometer mit dem Fahrrad fahren kann und immer was Schönes zu sehen hat. Dann nochmal eine Geschichte und zwar zum Geocaching. Und zwar ist das ja das Hobby meiner Frau Rita. Und da gehen wir schon mal in den Wald zum Angeln. Und da gibt es manchmal Missverständnisse. Und zwar angeln wir in den Bäumen. Und zwar hängen dort Dosen. Und in diesen Dosen ist das Logbuch. Da müssen wir uns dann eintragen. Oder Rita trägt sich dann dort ein. Und dann müssen wir die Dose runterholen vom Baum. Und natürlich auch dann wieder am Ende zurückhängen. Und das ist dann Angeln. Nicht, dass dann Missverständnisse aufkommen, dass wir irgendwo an einem Wasser angeln gehen, sondern das ist Angeln beim Geocaching. Die Angel ist etwa 8 Meter lang, ist aus Fiberglas und hat oben einen Haken dran und lässt sich etwa auf 1 Meter zusammenschieben. Aber zurück zum Camping Waldfrieden. Ich muss noch einige Details hinzufügen, die ich am Anfang nicht gezeigt habe. So gibt es WLAN, ist kostenlos, funktioniert auch während unseres Aufenthalts jedenfalls. Man kann das Ganze über einen QR-Code freischalten. Und es gibt einen separaten Raum, dort kann man Geschirr waschen. Frische Brötchen. Hat Rita heute Morgen hier in der Rezeption geholt. Ganz lecker. Brötchen bestellt man an der Rezeption. Es gibt eine große Auswahl und man kann sie dann am nächsten Morgen ab 8 Uhr abholen. Familien, die mit kleinen Kindern kommen. Hier gibt es einen Spielplatz für die Kleinen. Und es gibt hier auch einen Grill, den man als Camper hier nutzen kann.
Wir machen jetzt nochmal eine Fahrt über den Platz, um zu zeigen, wie man hier steht. Man sieht schon, das ist nicht sehr eng alles. Man hat hier Platz, man hat seine Privatsphäre und man steht hier voll in der Natur. Am Ende des Campingplatzes gibt es noch Freiflächen. Hier sind die beiden Betreiber dabei, die Anzahl der Plätze noch zu erhöhen und den Platz hier zu erweitern. Wir waren 5 Tage auf dem Camping Waldfrieden, haben die angenehme Atmosphäre und die Ruhe dort genossen. Wer weitere Informationen braucht zum Campingplatz, der gehe bitte auf die Internetseite. Dort gibt es weitere Informationen und es gibt auch Angebote für die Vor- und Nachsaison. Bevor wir den Platz verlassen, entsorgen wir noch. Hier kann man auch ohne Probleme den Fäkalientank entleeren, so wie wir das hier machen. Das ist alles eine saubere, ordentliche Sache. Die Kassette wird an einer anderen Stelle entsorgt oder beziehungsweise entleert. Es ist immer gut, wenn der Beifahrer oder Beifahrerin vorangeht, wenn man den Platz verlässt oder fährt auf dem Platz. Hier in diesem Fall liegt ein dicker Stein auf der rechten Seite. Rita hat mich nochmal extra darauf hingewiesen, ich hatte ihn aber auch schon gesehen, aber doppelt hält besser. Bevor wir den Platz jetzt ganz verlassen, verabschieden wir uns noch bei Irena und Alexander. Ja, ihr beiden, ich wünsche euch mit eurem Campingplatz viel Erfolg und ist schön hier bei euch. Wir sind sehr zufrieden. Dankeschön. Und wenn es passt, kommen wir auch gerne nochmal wieder. Würden uns sehr freuen. Ja, danke. Danke. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Das war meine Reportage über den Camping Waldfrieden in Saarburg. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.